Rita Suri, irgendwie keine Spur von dem, dass der EV Zug zuletzt das erste Mal verloren hat in den Playoffs. Wie schnell oder wie gut oder was hat dazu geführt, dass man so schnell wieder auf die Schiene findet? Ja, ich meine, es gehört dazu. Wir haben gewusst, dass wir früher oder später mal verlieren wollen. Wir sind sicher nicht glücklich über die Art und Weise, aber die Reaktion war sehr eindrücklich von der ganzen Mannschaft. Es war ein super Team-Effort, sehr solid und auf dieser Schiene wollen wir weiterfahren. 5-0, klares Verdikt. Liegt dort auch eine Gefahr dann für das nächste Spiel? Nein, ich denke es nicht. Eben, wir müssen genau gleich analysieren, wie wir den letzten Match analysiert haben. Wir haben dort sicher das nötige Glück auf unsere Seite gezwungen, aber wir haben vor allem im zweiten Drittel Tobi 3-4 Mal gebraucht und er uns mit Big Saves das Null gehalten hat. Und da werden wir sicher das eine oder andere wieder justieren und wir müssen irgendwo in der Ebene bleiben. Nicht zu hoch und nicht zu tief, es geht weiter, wir sind dann irgendwo.